Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Verkabelvideo. Und zwar müssen wir mal hier drauf machen. Muss ich erstmal wieder rausholen. Ich habe ja hier Haufen Kettkabel. So. Und ich habe auch nochmal mit Ligavo telefoniert heute. So. So, das ist auf jeden Fall für meinen Laptop. So. Hoppala. Und die sind definitiv die gleichen. Also der hier ist der gleiche wie der. Bloß, dass das ein flacher ist. Und der hat aber auch eine Schirmung drin. Und so was alles. Der, ihr seht aber, dass er ein bisschen dicker ist. Und wenn man aber noch was Dünneres braucht, haben wir hier noch einen 3 Meter, ja, den kann man dann halt unterm Teppich, irgendwo unterm Laminat verlegen. Ihr seht, der ist wirklich extrem dünn. Ja, und das Positive ist, der braucht auch gar keine so eine große Schirmung wie der jetzt zum Beispiel. Deswegen ist der so dünn, weil hier sind die ja verdrillt. Also das heißt, wie als wenn ihr einen Zopf macht, so. Praktisch, so sind die Kabel da drin und dadurch müssen die doppelt und dreifach abgeschirmt sein, damit nicht von irgendwelchen Adern hier das doppelt und dreifach auf die Ader da drunter kommt und dass es dann ein Kuddelmuddel gibt und dann ist es Störung. Hier sind die nebeneinander. So, da sind die einzelnen Adern einfach nur nebeneinander gemacht und dadurch brauchen die gar nicht so eine dicke Schirmung. So, und wir möchten uns jetzt aber dem Verkabeln widmen, habe ich mir gedacht. Und ich würde sagen, wir nehmen erstmal den längsten Kabel und machen meinen Laptop ran, was natürlich wichtig ist. Ja, sorry Leute, ich habe hier noch nicht vorbereitet. Ich habe alles gedacht, ich mache das alles mit euch hier schön zusammen. So, das sind nämlich 5 Meter, wa? Ja, 5 Meter. Dann haben wir hier noch für die PlayStation 3 Meter. Den lassen wir jetzt mal hier offen. So. Und dann haben wir hier noch 2 Meter. Die werde ich jetzt hier nur einfach aus der Tüte rausnehmen, um die zu verlegen. Jetzt bin ich am überlegen, welche Farbe nehme ich für Amazon Fire TV. Amazon nehme ich da weiß, gelb, was nehme ich denn da am besten? Ich glaube, ich nehme den orangenen Kabel. So. Das müssten erstmal alle sein, die ich jetzt so wichtig brauche. Ich werde auch mit Stativ arbeiten, also ich werde es so lassen und werde das Stativ immer ran und weghalten und halt auch hinstellen, damit es halt ein bisschen besser funktioniert alles. So, dann legen wir die Kabel dahin. Da muss ich meinen Wäscheständer hier noch wegräumen. Ach Mensch, jetzt ist mein Ding hier abgefallen. Meine Katze. Ich habe so eine Fensterkatze. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich euch hier hinstelle, dass ihr mich seht, aber auch gleichzeitig noch genug Kabel für mein Dings ist. Für mein... Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Und jetzt machen wir hier einfach mal den Internetkabel, den ich hier schon habe, ab. Machen den hier ran. Der ist nämlich, seit ich den hier dran habe, das ist so ein kleiner Schwarzer, seitdem habe ich total Probleme, dass mein Laptop halt abkackt. Auf Jüdeutsche sagt. Ich könnte den natürlich hier noch oben erstmal ran machen, dann haben wir den erstmal dran. Dann flitzt er nicht weg. Oh. Und jetzt zeige ich euch, wie ich mir das gedacht habe, dass ich das mache. Ich mache das nämlich so, dass ich hinter der Schrankwand lang gehe.
noch jetzt. Ja, ihr seht jetzt leider nur erstmal meinen Rücken. Das ist hier leider nicht anders möglich, weil hier nicht so viel Platz ist. So. Na, komm her hier. Obwohl, da kann ich mache das nicht hier hinten lang. Weil da habe ich ja schon Stromkabel und so. Da könnte vielleicht auch ein bisschen nach hinten losgehen. Ich habe eine Idee. Ich mache das unten lang. So, dann kann ich den nämlich auch unter der Couch lang liegen. So. Macht sich nämlich jetzt entschieden besser. Können wir das hier nämlich unten lang legen. Und den hier rum. Ach. Trockene Platz. Ja, meine Pflanze stirbt. Aua, was ist denn das? Ach so, von der Pflanze noch was dran gewesen. Trocknet die Lumpe. Ich habe, seit ich den schwarzen Kabel nehme, weil den anderen musste ich für die PlayStation nehmen, habe ich tierisch Probleme. Der ist ja auch nicht von Ligavo, der ist von meinem Bruder. Das ist so ein Billigding, das hat er mal irgendwo gekauft oder so. Ich frage mich nicht, wo der hat. Und jetzt habe ich, deswegen habe ich 5 Meter. Ich habe jetzt so eine Länge, dass ich rein theoretisch, ja, kann ich das hier schön verstecken, kann das hier oben lang. So. Kann ich das abmachen. So. Und dann könnte ich rein theoretisch meinen Laptop jetzt auch ein bisschen weiter vor, zurück, zu mir weiter oder auf den Tisch stellen. Deswegen habe ich hier so ein klein bisschen Überschuss. Also warte mal, das seht ihr so scheiße, das seht ihr so besser. Hier, ich habe jetzt praktisch so ein Stück Überschuss. Ja, das habe ich rein nur deswegen, ist jetzt nicht viel, deswegen, dass ich halt mit meinem Laptop etwas besser variieren kann, wo ich ihn hinstelle. Einen anderen Grund hat das eigentlich nicht, weil ich möchte den Laptop ja nicht immer an der gleichen Stelle haben, demnächst. Ich habe da ein bisschen was, habe da so ein paar Ideen. So. Und das ist mein alter Internetkabel, der ist auch hier geschützt, angeblich. Ja, das habe ich von meinem Bruder, habe ich den. Das ist, steht auch nicht da, was für ein Cat das ist. Das ist nur ein schwarzer Kabel, fertig ist. Oder was man hier steht, was weiß ist. Kabeltisch, Technologie. Hier steht nur Kabeltech-Technologie, na toll. Bringt uns nicht viel. Aber nun müsste das eigentlich besser laufen, weil ich habe echt, das nervt nämlich. Wenn du mitten am Upload bist oder wenn du E-Mails schreibst oder irgendwas machst am Laptop und auf einmal hast du kein LAN mehr. Und das Kuriose ist, wo man jetzt sagt, vielleicht die Fritzbox irgendwie ausgefallen. Nee, WLAN ist ja da. Die anderen LAN-Geräte haben ja LAN. Nur der hat in dem Augenblick kein LAN. Und wenn das seitdem ist, seit ich dem den Kabel habe, laut Adam Riese, 1 und 1 ist 2, muss ja da der Grund dann in dieser Situation liegen. So, jetzt muss ich euch aber leider doch mal dahin richten und mal das justieren und muss auch leider das Mikrofon abmachen, weil ich muss jetzt dahin und Kabel verlegen und das macht sich halt ohne Mikro besser. So ist vielleicht ein Stück besser, da habt ihr ein bisschen besser im Überblick, was ich mache. So. 3 Meter nehmen wir uns als erstes mit. Nochmal 3 Meter hoch.
muss ich mal gucken, würde da auch 2 Meter ausreichen für das Stücke? Ich glaube nicht. Was ich auch pfiffig finde, ist, die Kabel, die haben ja alle so einen Kabelbinder drum. Da hat wirklich jeder Kabel, jetzt orange habe ich hier, wirklich, der hat jetzt einen orangen Kabelbinder. Blau hatte blau, schwarz hat schwarz, grau hat weiß, weiß hat weiß. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, einmal die Stücke. Das könnte knapp werden, aber ein 2 Meter Kabel müsste dann direkt eigentlich für die PlayStation auch ausreichen. Rein theoretisch. Werden wir mal testen. Ja, die PlayStation kriegt ein 3 Meter Kabel definitiv. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel einen roten Kabel. Der bekommt einen roten Ohrring. Aber mein Kabelbinder hat der rot. Aber mein LAN-Verteiler, den ich hier habe, ich hoffe, ihr versteht mich auch noch, der ist natürlich, so, der ist jetzt hier. So. Der kann dann verschwinden. Der kann ja hinter der Schrankwand verschwinden. Deswegen brauche ich gar nicht für den so lang. Ich brauche nur für die PlayStation ein Langkabel, weil, dass ich die variieren kann, die soll ja direkt dran bleiben. Die soll ja dann irgendwann mal vielleicht auf die Seite oder unten in die Schrankwand, wenn die PlayStation 3 da wegkommt. Deswegen habe ich da ein bisschen was länger, um da zu variieren. Und die PlayStation kriegt nämlich einen blauen Kabel und der bleibt nämlich so. So. Und dann brauchen wir, wo haben wir den denn jetzt hingepackt? Hier. So, haben wir das, das und das. Und dann nehme ich mir einmal, kann ich euch mal einen Trick verraten, 2 Kabel, einmal Kabelbinder rum. So. Zack. So. Jetzt sind die zusammen. Jetzt fragt ihr euch, warum die zusammen sind. Das zeige ich euch gleich. Jetzt nehme ich mir den roten Kabel, stecke den hier mal pro forma rein, weil der am kürzesten ist und ich keinen Bock habe, dass der wieder weg ist. So. Der ist jetzt eingesteckt. Wartet mal. Ich mach mal so. Macht sich vielleicht ein bisschen besser. So macht sich das vielleicht ein bisschen besser. Ich habe, wie gesagt, die jetzt zusammengeknippert. Also einfach nur so ein Kabelband rumgemacht. Was von den Kabeln ja sowieso da ist. Den roten, der am kleinsten ist, oder am kürzesten, nicht am kleinsten, am kürzesten ist, habe ich jetzt hier schon mal reingemacht, damit der nicht irgendwo abhauen kann, das andere Ende, weil das ist hier lang genug. Da wird so schnell nichts passieren. Jetzt nehme ich mir noch einen Kabelbinder. Ja, der ist gerade runtergefallen, aber den habe ich ja noch. Jetzt nehme ich mir mal so einen orangenen. So. Ich mache mal hier das weg, damit ihr das seht. Oh. So. Dann nehme ich mir den weißen Kabel. Diesen hier. So. So. Das müsstet da jetzt, muss mal locker schrauben. So, dann seht ihr das. Das ist der weiße, das ist von meinem allerersten D-LAN, der da mit bei war, von Fritzbox. Da weiß ich nicht mal, was das für einer ist, aber der ist ja gerade mal die Hälfte von dem, was mein, nein, nicht ganz die Hälfte, was mein Deluxe Cable Kabel sind. So, den lege ich jetzt hier oben rauf, auf diese, mache den einmal hier sicherheitshalber dahinter. So, dann gehe ich hier mit dem Kabelbinder lang. So. Na komm her hier. So. Der will gerade nicht. Ist wohl ein bisschen zu lang, aber doch, ich krieg's hin. Wenn ihr da ein bisschen was längere habt,
macht sich das ein bisschen besser. Wenn ihr nur ihn habt, macht das sich auch ein bisschen besser. So, nehme ich mit nochmal einen roten. Mach den jetzt vorne noch immer rum. So. Da reicht einmal rum eigentlich. Und kneper das hier schön zu. So. Weil ich will ja mein Heimnetzwerk nur erweitern oder verbessern beziehungsweise und habe ja schon Kabel. Deswegen nehme ich jetzt den weißen und habe den hier festgemacht, habe die Bienen dran festgemacht, weil jetzt ziehe ich mir den weißen raus, weil den brauche ich ja nicht mehr und ziehe mir dadurch diese halt nach und habe die halt vernünftig festgemacht, dass hier nichts kaputt gehen kann, dass die schön zusammenbleiben und mitgezogen werden. So, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Da ich jetzt natürlich, wie machen wir das jetzt am besten, so seht ihr das. Da ich jetzt natürlich mehr Kabel hinter der Schrankwand habe, kann das ein kleines Durcheinander werden. Also mit einer Hand am besten nachführen, macht sich halt definitiv am einfachsten. So. So. Und dann ziehen wir mal. Ups. Jetzt ziehe ich aber irgendwas anderes noch mit. Ach, den Cinch-Kabel. So, jetzt aber. Heide Witzka, Herr Kapitän hier. Jetzt will er nicht. Doch, jetzt will er. Kaps. So. Ich habe sie beide auf der anderen Seite. So. Jetzt kann ich... Müsste ich mal so machen, dass ihr auch was seht. Jetzt kann ich hier meine Kabelei lösen, was ich hier gemacht habe. So. Hab den weißen Kabel hier. Den werden wir uns nachher auch nochmal angucken. Jetzt muss ich hier das noch abmachen. Na, komm da her, hier. Zack. Rot war der. Ah, der kommt auch als erstes rein, weil der länger, kürzer ist. So. Dann nehme ich den grauen hier ab. Polke jetzt den PlayStation-Kabel ran. Zack. Habe ich rot. Jetzt habe ich noch ein Ersatzkabel hier. Den kann ich die Tage rausziehen. Den werden wir uns mal beiseite legen, damit wir uns den nachher nochmal angucken können. Dann kann ich euch das auch genau zeigen. So, auf den Tisch. So, ich nehme mal noch den weißen Kabel mit. So, ach, jetzt richte ich euch mal nach da. Jetzt ist hier, ihr seht, hier ist jetzt nicht wirklich, viel mehr habe ich jetzt hier nicht wirklich. Nur so ein Stücke. Das ist jetzt Meter, würde ich jetzt sagen. Fast, nein, nicht ganz. Und dadurch kann ich jetzt variieren und könnte die PlayStation halt auch auf die andere Seite unten hinpacken, weil die soll ja nicht immer hier oben bleiben. Habe ich mir so gedacht. So. Wie weit kann ich ihn jetzt hier noch rausziehen? Na, das ist ein bisschen knapp. Aber selbst das könnte ich jetzt machen. Dann werde ich jetzt hier erstmal die ganze Kabelei abmachen. So, mach mir den natürlich
auf den ersten Port, ziehe den Stromkabel nach, so, und habe jetzt natürlich viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Platz, hier meine technischen Sachen mir hinzupacken. So, ein Blau natürlich, wegen Blau, wegen der PlayStation. Ach. Obwohl, da können wir ja, ich habe eine Idee, kann ich euch mal was demonstrieren. Ich denke, es fällt damit auch auf. Ach, bevor wir hier weitermachen, machen wir den noch mal rein. Und hier hinten auch. Hoppala. Wartet mal. Muss ich mir erstmal einen PlayStation 4 Controller holen. Ich habe gerade einen spontanen Einfall gehabt. So. Jetzt müssen wir hier auch noch umschalten auf PlayStation. Ach, ich hatte ja gestern hier ein Fire TV dran, also muss ich hier unten auch nochmal umschalten. So. Jetzt müsstet ihr da gleich was sehen. Ja, ich weiß. Ach, weil mein Hauptaug aus ist. Ja, der Fehler wird auch bald weg sein, wenn ich mein Heimnetzwerk hier alle ein bisschen erweitert habe. Das ist jetzt, weil mein Hauptaug halt nicht dazu ist. So. Jetzt gehen wir mal hier rauf. Netzwerk, Internetverbindung testen. Jetzt testen wir mal meine Internetverbindung. Was? Du bist vom PlayStation Network abgemeldet. Okay. Wieso bin ich vom PlayStation Network abgemeldet? Bist du dusselig? Anmelden. Software ist... Oh. Muss ich meine Software aktualisieren. Details anzeigen. Diese Aktualisierung der Systemsoftware verbessert die Qualität der Systemleistung. Aha. Und wie groß bist du? Noch 4 Minuten. Na, dann lassen wir das mal laufen. Schade. Ja, denn wenn wir das erstmal laufen lassen, bevor wir da nachher weitermachen können, ich räuchte euch mal so rum, dann seht ihr ein bisschen mehr, was ich mache. So, ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme Orange für Amazon Fire TV. Weil das Amazon A, das war ja auch mal so orange und da habe ich gedacht, oder denke ich mal, oh, kommt das ein bisschen. Deswegen habe ich auch verschiedene Farben, dass ich das halt alles so ein bisschen auseinanderhalten kann. Das hat auch so schon seinen triftigen Grund, warum und weshalb. So. Ein Kabel weg. So. Zack. Dafür nehme ich jetzt einen orangenen. Ihr werdet gleich wundern, wie viel Kabelei bei mir hier wirklich alles überall dahinter steckt und ja, wie viel da denn doch irgendwo noch alles ist. Glaubt man ja nicht. Na komm doch her hier. So, jetzt. So, dann machen wir natürlich Fire TV gleich als nächstes. Was haben wir noch? Was brauchen wir noch mit Internet? Was denkt ihr?
Ich habe noch einen weißen und einen schwarzen und einen grauen. Jetzt nehme ich mir als erstes den weißen. Der ist für mein Fernsehgerät, für mein TV-Gerät. Das ist auch updatefähig bzw. Smart TV und hast nicht gesehen. Und da kann ich euch das auch schon mal zeigen. Den Unterschied zwischen den einzelnen Kabeln. Der gelbe ist jetzt ein Standard und der weiße ist einer von Ligavo. So. Könnt ihr euch jetzt zusammenrechnen, welcher besser ist, welcher besser geschirmt ist. So, den machen wir dann natürlich als nächstes. Zack. Die PlayStation 4 brauchen wir nicht, weil die PlayStation 4 geht direkt an mein DLAN. Die geht nicht erst über den Switch und dann zum DLAN, die ist direkt mit dem DLAN verbunden und geht direkt zu meiner Fritzbox. So, jetzt muss ich gucken, wo hier der Internetkabel war. Da ist er. Assassin's Creed aktualisiert. 3.31. Ja, ich komme ja momentan leider nicht zum Spielen. So. Zack. Und schon ist der auch mit dem besten Kabel verbunden. Jetzt kommen wir zum schwarzen. Nee, das ist nichts für dich zum Spielen. Und der schwarze, wie man sich das so denken kann, der wird für den Router sein. So, auch da kann ich euch den Unterschied zeigen. Macht sich schon wesentlich bemerkbar, würde ich mal so sagen. So. Und jetzt seht ihr, dass ich noch einen übrig habe. So. Und an meinen Receiver ran. Obwohl, wartet mal. Kann ich doch eigentlich schwarz für die PlayStation 3 nehmen. Ich nehme lieber schwarz für die PlayStation 3. Der Router, also der Receiver, da reicht mir das alte. Da mache ich Update sowieso nur noch darüber und der ist momentan auch gar nicht wirklich online. Seit ich den neuen Fernseher habe, teste ich nämlich gerade, wie das normale Fernsehbild ist. Ein bisschen besser ist es über den Receiver, logischerweise. Aber da brauche ich nicht unbedingt so tolles Internet. Wichtig sind die Geräte, die wirklich am meisten fressen. Und das ist halt PlayStation 3, PlayStation 4, der Verteiler an sich und der Fernseher. Weil am Fernseher habe ich Netflix-App und sowas alles. Ach, das installiert da schon ein System-Update. So. Ich habe nämlich gerade eine Idee, ob die werde ich, denke ich, dann mal umsetzen. Oh, fuck, hier ist denn der Kabel in hier? Oh. Ach. So.
Ach, da ist er. Jetzt muss ich gucken, wie ich an den Internetkabel komme. Macht sich mit einem großen Fernseher dementsprechend schlecht, wenn man mal irgendwo ran muss und nicht rankommt. Wenn das Lowboard auch dementsprechend hoch ist. So, wie ihr seht, ist jetzt alles verkabelt. Eigentlich, glaube ich, hoffe ich. Jetzt muss ich die hier nur alle wieder irgendwo hinstoppen. Da ist da nicht die Möglichkeit. So. So, den müssen wir hier nochmal beiseite nehmen. Was kommen denn hier alle für Updates? Du wurdest eingeladen. Community, es gibt Beiträge. Leck mich am Arsch. Du hast einen Spielbericht. Ja, so viel Scheiße jetzt auf einmal, ey. Ja, ich war eine Weile nicht mehr online, weil ich keine Zeit hatte. Oh Gott. So. Jetzt aber. So, ich habe das nämlich extra so gemacht, dass mein LAN-Verteiler, dass mein LAN-Verteiler so schräg hier hinten ist. Seht ihr vielleicht jetzt nicht wirklich, aber ich sehe den dann halt leuchten, dass ich halt weiß, ob und wo da Probleme sind. Dass der auf der äußersten Ecke ist, dass das Blinken mir nicht auf den Sack geht, aber dass ich trotzdem unter Kontrolle habe. So, jetzt müssen wir hier erstmal wieder Kontrolle anmachen. So, und jetzt gucken wir unter Netzwerk. Internet. Habe ich eine Fernbedienung hier? Internetverbindung testen. So, wo habe ich mein Handy? Dann kann ich nämlich Beweisfotos machen. Da-dan, 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 da-dan. Kamera, Kamera. Kamera. Daumen. So, ich habe jetzt eine Verbindungsgeschwindigkeit im Download von 9,8 und eine Verbindungsgeschwindigkeit im Upload von 874,8. So. Erste Foto. Jetzt.
Sorry, wenn es ein bisschen dauert, Leute. Aber ich will es gerne so haben, wie ich es immer hatte. So, jetzt aber. So. Wo ist denn das Stromkabel jetzt hin? Mann. So, jetzt aber. Meine Fresse. Jetzt haut's hin. Akku ist bald leer. So, jetzt testen wir das nochmal. Wie gesagt, 9,8 im Download, Upload 874. Erfolgreich, erfolgreich, PlayStation Network, erfolgreich, NAND-Typ, überprüfen, Typ 2, 9,8 und 8,25. Ja, das variiert immer leicht. Also jetzt nicht wirklich groß viel dazugekommen, weil der Kabel, der hier vorher dran war, war eigentlich ein relativ guter. Jetzt passt mal auf, ich mach mal kurz einen Cut. So, und da bin ich auch schon wieder. Mit einem zusätzlichen Kabel. So, jetzt müssen wir mal gucken, was das Internet sagt. Zack, zack. So. Müssen wir noch kurz warten. So, derzeit mache ich ein bisschen Ordnung, wie ihr seht. Und wenn wir fertig sind, wenn es gleich losgehen kann, dann testen wir hier noch. Und dann zeige ich euch mal was. So, Internetverbindung testen. Jetzt teste ich nochmal. Da seht ihr eigentlich relativ. Ich habe jetzt im Upload 897,1. Können wir nochmal machen. ...9,9 im Download und 913. Jetzt ist die Verbindung komplett wiederhergestellt. Keine Zwischenstörquellen, nichts. Jetzt funktioniert alles wieder, wie es sein soll. Und ihr seht, ich habe locker meine Leistungssteigerung. Die erste Leistungssteigerung habe ich gekriegt, dadurch, dass ich die Ports freigegeben habe. Die zweite Leistungssteigerung hatte ich dadurch gekriegt, dass ich DLAN genommen habe in der neueren Version. Die dritte Leistungssteigerung jetzt durch die besseren CAT-Kabel, ihr seht, die haben natürlich eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit. Ich werde euch in einem der nächsten, ich bin jetzt ein bisschen schräg, sorry, ich werde euch auch in einem der nächsten Videos noch ein bisschen mehr zu diesen CAT-Kabeln von Ligavo erzählen, mit wie viel Mbit da durchgehen und hast du nicht gesehen. Das ist jetzt hier ein bisschen auf der Strecke geblieben. Es ist ja auch ein reines Verkabelungsvideo. Aber ich kann euch sagen, die sind nicht nur von mir, auch von anderen getestet worden. Und das sind mit die besten Kabel auf dem Markt im Bereich LAN, was halt durchgeht und Schirmung und hast du nicht gesehen. An jed sind es die, nicht die besten, aber eine der besten Kabel auf dem Markt. Das ist jetzt nicht von mir, das ist von jemand anders so gesagt worden und festgestellt worden. Die wurden auch richtig getestet, also da gibt es auch Testurteile und hast nicht gesehen. Und das ist nun mal so. Ich verabschiede mich jetzt hier, ja, die Katze seht ihr ja, die kriegt gerade eine Macke. Ich verabschiede mich jetzt hier, weil der Akku ist auch gleich wieder leer. Ich werde gleich mit einem Robert telefonieren und dann werden wir nochmal die Fritzbox einstellen.
Mal gucken, ob ich nochmal eine Leistungssteigerung kriege. Ich würde mich freuen. Ich bin erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.